Herzlich willkommen zur heutigen Bürgerversammlung. Ich darf die Vertreter der Parteien auf die Bühne bitten und ich darf den Herrn Bauamtsleiter zu mir auf die Bühne bitten und ich darf bitten, dass alle mit einer Sondereinladung bzw. die Gemeinderäte in der ersten Reihe Platz nehmen, falls es dann später noch an euch Fragen gibt. Und ich darf Sie alle folgend recht herzlich begrüßen zur heutigen Bürgerversammlung. Bevor wir in die Tagesordnung eingehen, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise. Es werden im Rahmen der Veranstaltung Fotos gemacht, vor allem im Punkt Ehrungen. Es wird dann auch in die Halle fotografiert. Wenn das jemand nicht möchte, dann möge er bitte im Anschluss zum Herrn Gemeinderat Nentwick gehen und ihm das mitteilen. Und im Hintergrund hat der Herr Bagler eine Videokamera, der filmt immer Gemeinderatssitzungen mit und filmt auch heute mit. Er hat mir zugesagt, dass er nur die Bühne mitfilmt bezüglich der Inhalte und Gesichter, die quasi auftauchen, wenn jemand eine Frage stellt, würde er verpixeln. Das heißt aber, wenn jemand im Anschluss auch nicht damit einverstanden ist, dass er bei Fragestellungen gefilmt wird, dann möge er das bitte dem Herrn Bagler mitteilen, um dort datenschutzkonform vorzugehen. Noch ein Hinweis, vielleicht, weil es schon die Frage gegeben hat, warum es jetzt längere Zeit keine Bürgerversammlung gegeben hat. Es gibt vom Gesetz her, ist es vorgegeben, dass es jährlich eine Bürgerversammlung stattzufinden hat und es ist doch schon jetzt beinahe 2 Jahre her, aber es war natürlich im Jahr 2017 auch eine Bürgerversammlung, allerdings, Herr Raderschitz, bitte auf die Bühne, ja, ist unser Raumplaner, die stattgefunden hat damals aus zeitlichen Gründen bezüglich der ankommenden Flüchtlinge in Liebach, haben wir das damals im Jänner gehabt und heuer haben wir das ganze Jahr, wir arbeiten ja seit 1,5 Jahren ganz intensiv am Flächenwidmungsplan und wir wollten diese Bürgerversammlung, weil sie dann sowieso abzuführen ist, immer damit in Zusammenhang bringen, damit man quasi, weil es leichter ist, einen Tag, einen Abend im Jahr sich freizuhalten, das kombinieren. Die ganzen Vorbereitungen für so ein riesiges Unterfangen mit weit über 120 Bürgerwünschen haben sich in die Länge gezogen, immer wieder Abstimmungsgespräche mit dem Land. Deswegen ist diese Bürgerversammlung so spät, aber sie ist noch nicht die letzte. Wir werden jetzt nämlich aus rechtlichen Gründen im Jänner gleich noch eine machen müssen. Das wird dann ganz zum Schluss der Termin noch einmal angesagt. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Geduld und darf nun einsteigen in das heutige Tagesordnungsprogramm und darf zu Beginn bitten, dass wir uns vielleicht alle kurz erheben, weil im Gedenken an zwei verstorbene Vertreter unserer Gemeinde, der Herr Gemeinderat Ingenieur Richard Schellig und der Gemeindekassier Herwig Sorger, haben uns im vergangenen Jahr verlassen, viel zu früh, und ich bitte um eine Gedenkminute. Die heutige Tagesordnung ist vom Überblick her relativ kurz und aufgrund der Gemeinderatssitzung, wir haben heuer nämlich um einige mehr gehabt, wegen der vorher angesprochenen Raumplanungstätigkeiten, auch relativ kurz ausgefallen. Trotzdem freut mich Ihr Interesse und wir werden zuerst den Punkt Ehrungen durchführen, dann kommt ein Bericht zu den im vergangenen Jahr umgesetzten oder 1,5 Jahren umgesetzten Projekten und ein bisschen ein Ausblick auf die geplanten Projekte im nächsten Jahr. Und danach kommt der Status zur örtlichen Raumplanung, dafür ist unser Raumplaner, der soeben gekommen ist, bei uns. Der gibt uns einen kurzen Ausblick, um quasi schon als Vorbereitung auf die Sitzung im Jänner, wo die Details auf die Bürgerwünsche eingegangen wird, Vorbereitungen, wie sowas entsteht, wie die Schritte sind und auf was der Gemeinderat bzw. der Bauausschuss im Vorfeld Bedacht genommen hat, eingehen wird. Ich darf nun zum ersten und sehr erfreulichen Punkt kommen,
Zu den Ehrungen: der Gemeinderat der Marktgemeinde Liebach hat sich dazu entschlossen, einige sehr verdiente Bürger zu ehren, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, und es wurde einstimmig der Ehrenring an die jetzt schon zu sehenden Herrschaften beschlossen, und ich darf jetzt beginnen mit unserem viel zu früh verstorbenen Gemeindekassi Herwig Sorger, und ich darf in der Mitte den gesamten Vorstand da jetzt bitten, dass wir diese Ehrung da in diesem Fall posthum bei den Angehörigen durchführen. Am 16.04.2010 wurde Herr Herwig Sorger Gemeinderat und am 21.04.2015 Gemeindekassier, was er auch bis zu seinem Ableben am 22.05.2018 blieb. Er hat sich um die Marktgemeinde sehr verdient gemacht. In Erinnerung wird er uns vor allem deswegen bleiben, weil das Straßenstück in Schadendorf, wo es jetzt möglich ist, für die Sicherheit all unserer Kinder, dass dort nur mehr 50 gefahren wird, das haben wir ihm zu verdanken. Das war ein jahrzehntelanges Ansinnen unseres Gemeinderates, und er hat eine Möglichkeit gefunden, dass er das zusammenbringt, und ich glaube, jeder, der dort durchfährt, oder jedem, dem dort nichts passiert, der kann immer ein bisschen an unseren Herweg denken. Und ich darf jetzt da in der Mitte darum bitten, dass wir die Auszeichnung verleihen. Weiterreichen. Das ist ein erstes Zeichen, auf das ich später noch eingehen werde, der neuen guten Zusammenarbeit im Gemeinderat. Wir haben das so beschlossen, dass es ein Vorschlagsrecht für jede Partei gegeben hat, und natürlich darf dann auch jeder selbst seinen zu Ehrenden vorstellen, und ich darf das Mikrofon an den ersten Vizebürgermeister Simon Gruber übergeben. Ja, danke. Das ist jetzt auch für mich nicht ganz so einfach. Ich möchte nur sagen, ich kann sehr stolz auf den Herwig sein, die ganze Familie will. Ja, lieber Berti, wie du 1968 auf die Welt gekommen bist, hat es überall in ganz Europa und auch in Amerika Demonstrationen gegeben, die sogenannte 68er-Bewegung. Auf den ersten Blick hast du nicht viel mit denen gemeinsam eigentlich, weil ich glaube, auf so viele Demonstrationen warst du nicht in deiner Karriere und in deinem Leben. Aber was diese Menschen damals ausgezeichnet hat, im positiven Sinne, war, dass sie sich für andere eingesetzt haben und dass sie ihre Meinung deswegen kundgetan haben, weil sie sich für andere einsetzen wollten. Du hast dich immer für andere eingesetzt. Egal, ob es als Gemeinderat war, als Vizebürgermeister, egal, ob es für deine Töchter, die Lisa und die Brine war, egal, ob es für die Angelika war, auch in nicht so einfachen Zeiten, egal, ob es heute noch für deinen Papa ist, den du immer bei Reparaturarbeiten in der Pension Berti behilflich bist, und egal, ob es jetzt für dein erstes Enkelkind ist. Ich bin mir sicher, es werden noch weitere Enkelkinder fallen. Zum Glück hast du dich entschieden, deine Hilfe nicht nur in deiner Familie weiterzugeben, sondern auch in der Gemeinde.
Bist dann 2001, auch relativ jung noch, in den Gemeinderat eingezogen und hast dort Projekte umgesetzt, die bis heute in Erinnerung sind. Ohne dich hätte es keine Kinderweihnachtsfeier in der Form gegeben, ohne dich würde es keine SPÖ-Ostereiersuchen in dem Sinne geben und ganz, ganz viele andere Projekte würde es auch nicht geben ohne dich. 2007 bist du dann Vizebürgermeister geworden, hast noch mehr Verantwortung für die Gemeinde übernommen und hast dich dort vor allem durch eine Sache ausgezeichnet. Und wenn ich heute noch mit Leuten rede, auf Veranstaltungen, die erkundigen sie nach dir, die fragen, wie es dir geht und die schätzen vor allem eins an dir und das ist deine Überparteilichkeit. Du bist auch über SPÖ-Parteikreise hinaus sehr geschätzt und ich finde, das ist einer der schönsten Dinge, die man als Politiker erreichen kann. Jetzt muss ich doch noch schauen. Ja, mit deiner Art, Begeisterung und Ideen weiterzugeben, hast du es geschafft, nicht nur in der Bevölkerung ein unglaublich gutes Standing zu erreichen. Selbst 7 Jahre nachdem du aus dem Gemeinderat ausgeschieden bist, reden die Leute immer über dich. Und auf das kannst du wirklich stolz sein. Deine Ideale waren auch für mich ein Grund, der Partei beizutreten. Und ich hoffe, dass ich einige Ideale von dir mitgenommen habe, die ich bis heute vertrete und die ich auch weiterhin vertreten werde. Ganz ehrlich muss ich allerdings sagen, eigentlich ist es nicht recht, dass ich die Ehrung heute machen muss, weil lieber wäre, du wärst nur im Gemeinderat und wir könnten das in 10, 20 Jahren machen. Nichtsdestotrotz, es kommt, wie es kommt. Danke für deinen Einsatz für Lieburg und danke für deinen Einsatz für die Gemeinde und ich bin sehr froh, dass ich dir heute den Ehrenring überreichen darf. Jetzt geht das Mikrofon, es geht wieder. So, jetzt gehen wir auf diese Seite her. Es ist mir natürlich persönlich eine ganz besondere Freude, dass ich nun einen weiteren Ehrenring verleihen darf an meinen Vorgänger als Ortsparteiobmann und als, habe ich auch als Vizebürgermeister angefangen, als Vizebürgermeister, dem lieben Werner Lang. Es sind Dinge die, und Menschen, die einen bewegen, in die Politik zu gehen und für mich war es nie in der Lebensplanung, eigentlich in die Kommunalpolitik zu gehen. Hätte es den Werner Lang nicht gegeben. Bin seinerzeit im Jahr 2005, glaube ich war es, oder war es im 2010er Jahr, es war auf jeden Fall irgendein Klassenwahlkampf, wo es ein Seifenkistenrennen gegeben hat, bei die Kanzlerstraße hinunter. Und war ein bisschen nervös, weil ich mir gedacht habe, jetzt habe ich da in Graz immer mitgeholfen bei der Partei. Aber irgendwie sollte es da dort, wo es daran bist, da irgendwann einmal was tun. Bin dort hingegangen und da war dann der Werner und ist gestanden und hat gesagt, du kommst dort einfach einmal vorbei bei einer Sitzung und so ist es passiert und irgendwann einmal ein paar Jahre später, wo ich einfach ein paar Mal für die Zeitung habe schreiben dürfen und ein bisschen zuschauen von außen, hat er gesagt, ohne dass ich einen Tag Gemeinderat war und es wäre super, wenn du das weitermachen würdest für mich und ich habe diese Entscheidung bis heute nie bereut und ich bin dir wirklich extrem dankbar und ich bin dir auch dafür dankbar, dass du mich dorthin immer begleitet hast und ich bin dir dankbar, was du für den Ort getan hast in 10 Jahren im Gemeinderat und als Vizebürgermeister in der Opposition zu einer Zeit, wo es, wie wir es alle zugeben werden, nicht so lustig war und deswegen ist es für mich besonders schön, dass heute der Bernd und du gemeinsam
diese Auszeichnung bekommen, weil es für mich doch auch in dieser Zeit ihr zwar von außen betrachtet konstruktive Kräfte waren es, die damals für diese Gemeinde sehr viel gemacht haben. Ja, so, so mein Faden verloren, weil ich mir nicht aufgeschrieben habe, ob Sie das immer. Ja, lieber Werner, bitte komm zu uns. Der Werner war sein ganzes Leben nicht nur in der Gemeinde, sondern eben auch in der Interessensvertretung für andere tätig. Heute noch fragen mich Leute auch, ist der Werner immer so ruhig gewesen, der ist so ruhig? Und ich habe dann gesagt, nein, er kann, wenn er will, schon auch anders. Aber nach außen hin hast du genau diese Ruhe und Kraft ausgestrahlt, die dir bis heute erhalten geblieben ist. Und du hast dir diese Auszeichnung und Ehrung mehr als verdient. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir dich heute auch einstimmig vom Gemeinderat mit dem Ehrenring der Marktgemeinde Liebuch auszeichnen dürfen. Und mir wäre es gleich, wenn Simon auch recht, würdest du auch noch mit uns im Gemeinderat sitzen.